82. Der Weitsprungbewerb der Siebenkämpferinnen beginnt in diesen Augenblicken. Und wir haben Jessica Ennis Hill bei ihrem ersten Versuch gesehen. Es wird eine ganz spannende Angelegenheit, wenn man die Bestleistungen im Weitsprung anschaut. Da sind nur wenige Zentimeter Unterschied zwischen den besten Athletinnen. Jessica Ennis zum Beispiel 6,51 Meter. Jetzt 6 Meter und 2 Zentimeter. Das ist 856 Punkte wert. Ja, da muss sie sich noch deutlich steigern. Den besten Zehnkampf. Und hier Weitsprung, Nafissatou Thiam. Erster Versuch für die junge Belgierin, die schon deutlich über 6 Meter springen sollte und auch kann. Ihr erster von 3 Versuchen geht knapp drüber, über die 6 Meter. 6,06 Meter, damit ist sie aktuell die drittbeste. Weiter schon Nadine Brosen mit 6,25 und Caroline Schäfer mit 6,23 Meter. Heutzutage Carolina Klüft und Heike Drexler, die auch 7 Kampf bestritten hat, waren knapp drunter. Aber so 6,80 Meter wäre, ist schon eine absolute Spitzenleistung für 7 Kampf. Wenn es heute in Richtung 6,50, 6,60 geht, dann ist das für Götzis auch ein toller Wert. Knapp übertreten jetzt von Mochnjuk. Tyson, Schippers und Ennis mit ihren Bestleistungen nur durch 8 cm getrennt. Bei Ennis vielleicht ein bisschen Abzüge durch die Leader-Bib, also der, ohne der Leader-Tafel am Dress. Die trägt immer noch Brian Tyson Eaton. Aber es sind 36 Punkte, die im Weitsprung machbar sind. Es sind nur etwa 12 cm Unterschied. Erster Versuch für die Sprint Queen. Weiße Fahne geht nach oben, das heißt gültiger Versuch beim Rekord, beim Landesrekord. Letztes Jahr hat sie 6,48 Meter hier in Götzis geschafft. Jetzt hat sie investiert, sehr früh abgesprungen, weit weg vom Plastilin. Ein Sicherheitssprung auf 6,17 Meter. Damit hat sie mal einen Wert stehen und kann für die nächsten beiden Versuche kräften. Schade, lässt einen Augenblick was liegen. So, und jetzt Brian Tyson-Eaton. Wie schaut ihr Konter aus gegen Daphne Schippers? 6,17 hat die Niederländerin im ersten Versuch zu bieten. Auch sie mit dem Vorsichtssprung, aber ein Stückchen weiter. Auch da geht noch mehr. Kommt etwas näher an den Balken heran, aber auch sie hat da, und das ist auch gut so, einmal einen gültigen Versuch abgeliefert. Schaut so aus, als ob sie ihre Führung ausbauen wird. Und wie? 6,48 Meter. Und das ist schon sehr nah dran an ihrem Bestwert. Also den kann man schon einmal nehmen, diesen Sprung. Jetzt die große Chance für sie, mit vollem Risiko noch weiter zu springen. Verena Breiner hat ihren zweiten Versuch schon. Der erste war mit 5,72 Meter. Noch etwas verhalten. Zwar besser als in Eugene, da ist sie 5,56 gesprungen, aber vielleicht kommt sie an diese 6-Meter-Marke heran. Ist ihr schon einmal gelungen in der Halle. Sie springt auf der Anlage B, die näher an der Tribüne ist. Den Absprung gut erwischt, aber ich glaube, die 6 Meter gehen sich da nicht aus. Wie gesagt, gegenüber ihrem besten 7-Kampf ist es auf jeden Fall schon eine Steigerung. Aber natürlich will man da noch mehr. Coach Wolfgang Adler beim Beratschlag. Und das ist die beste Weitspringerin im Feld. Claudia Rath, die auf der Anlage A springt. 6,67 ist sie in Moskau bei der Weltmeisterschaft weit gesprungen. Aber wow, 6,63 ist exzellent. Wahnsinnsweite für die Dame, die im letzten Jahr hier 3 Fehlversuche gelandet hat. Und jetzt eine Art Wiedergutmachung ein Jahr später. Claudia Rath, wahnsinnig stark, 6,63.
Bei Verena Breiner warten wir noch auf die Weite. Die habe ich noch immer nicht, leider. Also ungültiger Versuch bei Verena Breiner. Noch nicht im Computersystem angekommen. Aber Claudia Rath, die hat zwei Anlagen beim Weitsprung auf Anlage B. Dort, wo Verena Breiner springt, hat Nadine Fisser einen sehr, sehr starken ersten Versuch abgeliefert gerade. Und das ist die erste Athletin, die eine persönliche Bestleistung schafft. 6,48 Meter, leichter Rückenwind. Hat das möglich gemacht. So, und weiter auf Landlage A. Ein spektakulärer Sprung vom Geburtstagskind. Heute wird sie 23, Laura Ikonjece Admidina. Aber momentan noch kein Grund zu feiern. 5,90 im ersten Versuch. Und der war jetzt auch nicht so berauschend. Die Lettin. 5,94, also da ist noch Steigerungsbedarf für den letzten Versuch auf jeden Fall drinnen. Linda Züblin, nicht glücklich über diesen Sprung. Sie hat im ersten 5,65 Meter geschafft, auch die Schweizerin. Damit schon ein wenig unter Druck, es besser zu machen. 5,49, auch nicht mehr, also da muss... Was bringt der Weitsprung? Der zweite Versuch für Jessica Annishill. Der erste war nicht ausreichend, würde ich sagen. Mit 6 Metern und 2 Zentimetern. Halber Meter hinter ihrem früheren Leistungsvermögen, muss man sagen. In London sprang sie 6,48 Meter beim Olympiasieg. Da ist sie natürlich leistungsmäßig. Kann sie gar nicht sein. 6,16 Meter, ein bisschen mehr ist es geworden. Für sie geht es darum, den dritten Platz abzusichern im Moment. Anouk Fenter mit 6,21 Meter, die momentan Gesamtsechste. Schon recht gut. Vor einem Jahr hier in Götzis 5,90 nur weit gesprungen. Eine ausgezeichnete Speerwerferin, die 22-jährige Niederländerin. Die hat da noch was im Talon. Kann schon in Richtung 6.400 Punkte und vielleicht sogar mit dieser Weitsprungleistung, die schon aktiv im Klassement steht, sogar in Richtung 6.500 kommen. Und damit, sage ich mal, ab Platz 4 alles möglich. Ihr zweiter Versuch jetzt. Ah, viel verschenkt. Trotzdem weit. Oh, da war viel drinnen für Anouk Fetter. Vielleicht im letzten Versuch noch eine Steigerung drin. Also beim Absprung viel Potenzial. Ja, 6,01, das war auch jetzt dann doch deutlich kürzer als der erste. Mal schauen, wie der letzte Versuch für die Niederländerin verläuft. Natürlich immer besser, wenn man gleich mit dem ersten Versuch trifft. Und damit gehört er auch in der Spezialdisziplin zu den Guten. Nadine Brussen mit einem guten ersten Versuch auf 6,25 Meter. Könnte ähnlich weit gegangen sein. Für sie ist das schon im Bereich ihres besten Leistungsvermögens. Das ist ein Volltreffer natürlich. Gar nichts verschenkt und aber hauchdünn an der Ungültigkeit vorbei. Das Plastilin nicht berührt worden mit dem Schuh. Was gibt das am Ende? 6,08 Meter, das ist überraschend für Nadine Brussen bei leichtem Gegenwind. Denn vom Absprung her hat sie gar nichts verschenkt. Es bleibt bei den 6,25 Meter, mit denen sie aber gut leben kann. Sie hat in erster Linie im Hochsprung versagt. Deshalb liegt sie momentan noch auf Platz 11 vor dem Weitsprung. Sicher eine Anwärterin auf die Top 3 gewesen vor Beginn dieser Wettkämpfe. Von
von den Niederlanden hinüber nach Belgien zur belgischen Sportlerin des Jahres 2014, Nafisa Tutiam. Großgewachsene junge Belgierin. Deutlich über 6 Meter, aber auch leider deutlich ungültig. Es bleibt bei 6,06 Meter aus dem ersten Versuch für sie. Na, da tritt sie eindeutig über. Eine Chance hat sie noch. Sollte sich schon noch verbessern. 6,37 Meter schon einmal geschafft. Und wie gesagt, da sind gleich einmal. Bei 10 cm mehr als 30. Vor allem Elko sind Nikolas, der das Diskuswerfen dann beenden wird. Erster Versuch ungültig. Also Anastasia Mochniuk hat schon Druck. Oh, der ist gut. Damit ist die Ukrainerin derzeit 8. im Gesamtklassement sicher am Weg. Weit nach vorne. Da ist noch einmal ihr Sprung. 6,51, ganz stark. Das ist Platz 2 hinter Claudia Rath in dieser Disziplin. 1,5 Meter Rückenwind im zulässigen Bereich. Daphne Skippers, 6,17 Meter im ersten Versuch und damit verliert sie gleich einmal 100 Punkte auf Brian Tice-Neaton. Das heißt, wir brauchen mehr für ein spannendes Finale und der war extrem gut, aber leider ungültig. Sie hat ja den Grundspeed. Aber das war deutlich übergetreten. Letzter Versuch bleibt ihr noch. Im Sinne der Spannung um den Gesamtsieg sollte sie noch was dazu tun. Nur die Startnummer fehlt, der Name fehlt, aber mittlerweile ist sie bekannt in der Leichtathletik-Szene. Die Doppel-Europameisterin. Kann es nicht oft genug sagen, über 100 und 200 Meter. Die in Kürze entscheiden wird, ob es ihr letzter Siebenkampf vielleicht für immer war. Denise Lewis hatte ja schon empfohlen zuvor im Interview, sich auf die Sprints zu spezialisieren. Da kann sie als Europäerin den US-Girls und Jamaikanerinnen zusetzen. Brian Tice-Neaton ist momentan auf gutem Weg zur Titelverteidigung. Mit einem Jahr oder mit 2 Jahren Abstand von 2013. Letztes Jahr knapp geschlagen von Katharina Johnson-Thompson. Und jetzt ein optimaler zweiter Versuch. Im Weitsprung. Sie hat schon 6,48 Meter Guthaben. Der erste Versuch war schon 1001 Punkt wert. Was gibt es jetzt als zweiten? Oh, 6,62 Meter. Ein persönlicher Rekord, persönliche Bestleistung. Das sind gleich einmal 45 Punkte mehr. Und jetzt. So, Claudia Rath, sie führt in der Disziplin noch um einen einzigen Zentimeter vor Brian Tice-Neaton. 6,63 Meter, ein exzellenter erster Versuch der Deutschen. Der war jetzt ungültig. Der wäre natürlich noch weiter gewesen. Weiter geht's gleich mit Verena Preiner und ihrem dritten Versuch der anderen Anlage. Gültig ist er. Aber 5,72 aus dem ersten Versuch hat sie. Nochmal, sie ist damit schon besser als in Eugene bei ihrem besten Siebenkampf. Und natürlich hätten wir uns da noch den einen oder anderen Zentimeter dazu gewünscht, auch ihr Trainer Wolfi Adler. Und ein paar Zentimeter gibt es tatsächlich noch. 5,83 Meter gegenüber Eugene, eine Steigerung von 81 Punkten. Und damit liegt sie schon eigentlich fast 200 Punkte vor ihrem Bestwert. Also das unter 23-Game-Limit, das ist mehr oder weniger jetzt nur noch Formsache. Geht in Richtung 5700, das wäre schön. Auf der Anlage A geht es jetzt für Jorgelis Rodriguez um den Verbleib im Wettkampf. Erster Versuch ungültig, zweiter Versuch ungültig. Jetzt Daumen drücken für die Kubanerin. Gestern schon im Hochsprung hat sie gefightet, hat es noch hin und wieder geschafft, eine Höhe dazu zu bringen. Jetzt ein anderes Thema, ein absoluter Sicherheitssprung im Weitsprung. Da hat sie jetzt wirklich gar nichts riskiert, da ganz vorsichtig hingelaufen.
bekommt, aber immerhin 5,97 Meter und damit einen durchaus akzeptablen Wert. Gut beschrieben. Aber es trennt sich hier im Weitsprung eindeutig. Wirklich die Spreu vom Weizen. Da gibt es ganz exzellente Weiten. 6,50, 6,60. Und dann gibt es manche, die 6 Meter auch von den Top-Athletinnen nicht schaffen. Vielleicht auch Laura Ikonjeze Admidina, das Geburtstagskind. 5,94 erst. Noch keine 6 Meter geschafft. Erst 22, so heute 23 geworden. War schon seit Jahren dabei, eine der Top-Jungen weltweit. Ich glaube, jetzt passt es. Jetzt sind die 6 Meter im Kasten. Schon früh Europameisterschaftsmedaillengewinnerin in jungen Jahren. 2012 Silber gewonnen bei der Europameisterschaft und jetzt mit 6,18 Metern ist sie auch absolut in ihrem Bereich. Bravo, Laura Ikonjeze. Gesamt 12. Top 10 jetzt wieder in Griffweite für die gute Speerwerferin. Und auch Linda Züblin ist derzeit weit weg von ihrem Leistungsvermögen mit 5,65 Metern. Für die Schweizerin geht es um keinen absoluten Spitzenplatz. Und die will natürlich auch ganz gerne wieder über 6.000 Punkte schaffen bei ihrem sechsten Antreten bei Rüben in Vorarlberg. Gültig ist er, der letzte Sprung der Schweizerin. Wenig Reserven gelassen. Die 5,65 Meter können wir sozusagen löschen. Sie kommt genau auf die 6 Meter Marke. Das ist okay. Deutlich freundlicher dieses Ergebnis. So, Anouk Vetter auf der Anlage B mit ihrem letzten Versuch. 6,21 Meter schon im ersten Versuch geschafft. Alle drei Versuche gültig. Das könnten wieder mehr als 6 Meter gewesen sein. Reichen wir gleich nach, denn auf Anlage A kommt Morgan Lake. Noch keine 6 Meter geschafft. Oh, ist gleich nach hinten gekippt und ungültig. Damit bleibt es bei 5,99 Meter für das 18-jährige Supertalent, für die Junioren-Weltmeisterin, der es hier nicht nach Wunsch läuft, den Götzis. Die liegt da schon fast 200 Punkte hinter ihrem Bestwert von Eugene aus dem letzten Sommer. So, ich bin noch die Weite von Anouk Vetter schuldig. 6,11 Meter, damit bleiben die 6,21 Meter für die Niederländerin in der Wertung. Die sechste in der Gesamtwertung. Ida Markussen, eine der Stammgäste hier in Götz, ist mittlerweile zum achten Mal da, die 27-Jährige. Ihre Bestleistung, die ist auch schon sehr alt. 8 Jahre ist es her, dass sie in Osaka die 6.226 Punkte gemacht hat. Da wird es auch heuer keine Verbesserung geben für die Norwegerin. Aktuell 5,77 Meter, das sind 70 Zentimeter weniger als damals in Osaka.
nicht genug. Es hat in den letzten Jahren tatsächlich einen Generationenwechsel gegeben im Siebenkampf. Die Pause auch von Jessica Ennis-Hill wegen Verletzung und dann durch Geburt ihres Sohnes letzten Juli haben sich so die 22-23-Jährigen an die Spitze gesetzt. Daphne Schippers oder auch Caroline Schäfer, die Deutsche, Nafi Thiam, die ist erst 20 Jahre alt. Aber ganz vorn, da steht im Moment eine 26-jährige Brian Tyson-Eaton. Die dürfen wir nicht vergessen, die ist so die Generation dazwischen, wenn sie so wollen. Viele haben aufgehört, Natalia Dobrinska oder Tatjana Tschernova, auch die hat kürzlich ein Baby bekommen. So wie sie hier, Jessica Ennis, die sich wohl begnügen wird mit 6,16 Metern, denn dieser letzte Versuch war wohl nicht wesentlich besser. Sie nimmt es mit einem Lächeln. Wichtig ist und schön ist, dass sie wieder mit dabei ist. Absoluter Lichtblick, die Britin, die schon dreimal hier in Götzis gewonnen hat, 2010 bis 2012. Sie hat diesen Bewerb dominiert, Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Jetzt geht es wieder in Richtung an die Spitze. Jetzt bleibt es aber mal bei 6,16 Metern. Faktisch verliert sie mehr als 100 Punkte auf ihre Bestmarke. Wird momentan wahrscheinlich nicht mal diesen dritten Gesamtrang mitnehmen in den Speerwurf. Caroline Schäfer hat mit 6,23 Metern als Gesamtvierte schon einmal angeklopft am Podest der besten drei. Aber sie muss sich steigern, wenn sie dahin will. Der war ungültig. Sie wird wohl beste Deutsche bleiben nach dieser Disziplin. Boah, der war ungültig. Ja, jetzt beim Absprung gibt es den ganz leichten Abdruck. Und das reicht schon. Die Berührung des Plastilins, der sichtbare Kontakt. Schade um diesen Sprung, aber 6,23 ist ein trotzdem guter Wert im Klassement. So, wir haben auf der Anlage A mit den besten Weitspringerinnen noch 7 an der Reihe. Daphne Schippers hat noch was gut zu machen mit 6,17 Metern und einem ungültigen. Büßt im Moment 144 Punkte ein auf Brian Tyson-Eaton. Und dann, wenn es so bliebe, würde ich sagen, ist die Kanadierin nicht mehr einzuholen. Nadine Brussen, für sie geht es einmal darum, nicht nur viertbeste Niederländerin zu werden, denn als Elfte im Klassement ist sie das im Moment. Allerdings kann die noch über den Speerwurf sehr, sehr viel gut machen. Im Weitsprung geht vielleicht auch noch etwas. Der dritte Versuch ist gültig. Die ersten beiden waren schon gut für sie. 6,25 Meter im ersten, 6,08 Meter im zweiten Durchgang. Brussen mit einer Bestleistung jenseits der 6.500 Punkte. Absolute Sieganwärterin. Wäre da nicht der schlechte Hochsprung am ersten Tag passiert. Ansonsten kann sie sich gar nichts vorwerfen. Liefert einen guten Wettkampf ab. Oh, 6,23 Meter, nur knapp dahinter geblieben. Sehr gut auf Anlage B, Nadine Visser. Die hat eine exzellente Serie, die jetzt leider mit einem ungültigen Versuch endet. 6,48 Meter und 6,42 Meter. Damit ist sie auf Anlage B mit Abstand die Beste. Hat am Schluss jetzt nochmal riskiert. Aber es steht nichtsdestotrotz die persönliche Bestleistung. Oh, und das war ein... Schade, weiter ungültiger Satz von Nafisa Dottiam. Der war extrem weit. Bin gespannt, wie weit er auch übertreten war. Okay. Ja, da 10, 15 cm zu viel des Guten.
Es bleibt bei 6,6 Metern und das ist, wir haben sie ja gesehen, angesichts dieser Sprungqualität der Belgierin, wohl zu wenig. Im Vorjahr hat sie hier den belgischen Rekord auf 6.508 Punkte verbessert. Das wäre wohl nur noch möglich, wenn sie sehr, sehr schnell die 800 Meter läuft und über die 50 Meter, deutlich über die 50 Meter den Speer wirft. Eliska Klucinova, Platz 10 für die Tschechin. Auch bei ihr geht es in Richtung möglicher Bestleistung. 6.460 Punkte stehen da aus Kladno 2014 zu Buche. Dazu fehlen ihr aber jetzt knapp 100 Punkte. Vielleicht geht im letzten Versuch noch was. 6,08 Meter, 6,26 Meter. Eine kleine Steigerung könnte es noch sein am Schluss. Das ist zufrieden. Ganz sauberer, guter Wettkampf der Tschechin hier. Die Messung ergibt 6,15 Meter, also keine weitere Steigerung für Klucinova. 6,15 Meter für Klucinova. Muss im Speerwurf der 50er her. Wir haben noch vier Weitspringerinnen und darunter die Besten. Drittbeste mit 6,51 Meter ist Anastasia Mochniuk. Auch der ist gültig. Das war ein weiter Satz für die 24-Jährige. Und dabei war sie da gar nicht dran, nicht einmal am Holzbrett. Oh mein Gott, das sind ja riesen Dimensionen, die sie da hergibt. Und bin schon wirklich auf die Weite gespannt. Das war sehr, sehr weit. Ich weiß nicht, ob 6,51 noch verbessert werden kann. 6,54 Meter für Anastasia Mochniuk. Und sie haben es gesehen, was da drinnen gewesen wäre. Also das wäre der Disziplinensieg, so viel ist sicher, denn dazu fehlen ihr nur 10 cm. Aktuell, denn wir haben ja noch einen letzten Versuch, zum Beispiel für Daphne Schippers. 6,17 Meter dann ungültig. Schippers ist immer noch auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Aber es muss für den Gesamtsieg jetzt noch ein Riesensatz her. Was gelingt ihr? Gültig ist er und ich nehme einmal ganz stark an, es gibt noch eine Steigerung für sie. Auch sie investiert mehr oder weniger ungewollt. Aber die 6,17 Meter muss sie da übertroffen haben. Sie wird nicht herankommen an Brian Tyson-Eaton. Die hat 6,62 Meter geschafft, aber Daphne Schippers jetzt mit 6,43 Meter und das mit der persönlichen Bestleistung lasse ich mal dahingestellt, glaube ich nämlich nicht. Aber es ist eine sehr gute Leistung. Denn sie ist schon mal 6,56 in Kürze ist weit gesprungen. Jetzt Brian Tyson-Eaton. Sie hat tatsächlich schon einen neuen Bestwert stehen, 6,62 Meter. Ihr Trainer Harry Murray sagt, sie ist konstant, sie ist nirgends wirklich richtig herausragend gut, aber sie hat keine Schwächen. Da hat er untertrieben, sie ist extrem gut und vor allem im Weitsprung. Oh, der war außerordentlich weit. Kurz habe ich gedacht, er ist übertreten, aber die weiße Fahne geht nach oben. Der bange Blick, Brian Tyson-Eaton, was ist los? Warum schaut sie so? Das war grandios. Und ich glaube, dass wir da jetzt einen neuen Bestwert sehen werden. Hoffe, ich täusche mich nicht. Sie wird es vielleicht ohne Disziplinensieg schaffen, hier Götzes zu gewinnen. Oder auch nicht, denn der neue Bestwert im Weitsprung lautet 6,72 Meter. Nochmal 10 cm drauf.
bin beeindruckt von der Gattin Ashton Eatons. Wahnsinn. Großartig. Jetzt ist sie Erste im Weitsprung und holt sich vielleicht den ersten Disziplinensieg. Es sei denn, Claudia Rath liegt noch einmal nach. 6,63 dann ungültig. Volles Risiko jetzt bei der Deutschen. Oh, der war wahnsinnig weit. Und auch der ist gültig. Was für ein toller Weitsprung, der uns hier geboten wird. Und jetzt setzt die Deutsche da noch einen drauf. Wahnsinn. Wie schön, vor einem Jahr kein gültiger Versuch. Unter Tränen das aus für sie. Das ist ein Konter vom Allerfeinsten. Es gab hier schon exzellente Weitsprungleistungen in Götzis. Jetzt hören Sie sich das an. Da muss man nicht mehr viel dazu sagen. 6,73 Meter. Sie hat ganz genau die 10 cm draufgelegt für den Disziplinensieg. Und natürlich eine neue persönliche Bestleistung. Das gibt 1082 Punkte. Und um einen einzigen Zentimeter nimmt sie der Brienne den Disziplinensieg weg. Sie wird es verkraften. Und mit diesen 6,73 schiebt sie sich in der sehr, sehr hochwertigen Bestenliste immerhin auf Platz 9, Claudia Rath in Götzis. Ganz stark. Also das ist auch für Spezialistinnen schon ein Top-Wert, 6,73 Meter. So oft sehen wir die 7 Meter auch nicht mehr bei den Weitspringerinnen. Und das bedeutet, knapp aber doch mit persönlicher Bestleistung, erster Rang für Claudia Rath, die sich damit natürlich von ihrem 13. Platz auch verabschiedet im Gesamtklassement und sicher einmal einstellig sein wird. Und ein ganz großer Schritt in Richtung zweiter Götzis-Sieg nach 2013, der gelingt Brienne Tyson-Eaton. Also Ashton kann vielleicht doch noch einen Götzis-Sieg mit nach Hause nehmen. Nach Oregon. Nämlich den seiner Gattin. Daphnis Rippers hat sich mit 6,43 Metern zumindest einmal diesen zweiten Gesamtrang abgesichert. Wir haben Verena Breiner mit 5,83 Metern. Auch weiterhin gut auf Kurs. 5.700 Punkte, das wäre eine Top-Leistung der 20-Jährigen. Jessica Ennis mit 6,16 Meter, da deutlich natürlich jetzt dahinter. Und damit steht es nach 5 Disziplinen so. Brienne Tyson-Eaton mit einer fulminanten Leistung in Richtung jenseits der 6.700 Punkte. Daphne Skippers zweite, Mochnjuk jetzt dritte, Ennis Hill vierte und Claudia Rath hat sich auf Platz 8 verbessert. Da von Platz 3 hinunter bis zu 8-9 ist noch vieles möglich. Nach vorne hin hat sich Brienne Tyson-Eaton jetzt wirklich deutlich absetzen können. Ganz anders als im letzten Jahr, als es ein Finish im 800-Meter-Lauf gegeben hat zwischen den Plätzen 1, 2, 3